Stefan Dobrowolny, der erste Mediziner in unserem Magazin Close-Up, aber das ist nicht der Grund, warum Sie hier sind. Sie sind ein Mars-Pionier, kann man so sagen, ein Analog-Astronaut des österreichischen Weltraumforums. Was bitte ist ein Analog-Astronaut? Vielen Dank für die Einladung. Ein Analog-Astronaut ist in erster Linie ein Wissenschaftler, der sich in realitätsnahe Bedingungen gibt, um in einem Raumanzugsimulator exoplanetare Forschung zu betreiben. Das bedeutet, dass wir Wissenschaft betreiben, die die Menschheit einen Schritt näher zum Mars bringt, die den Weg dorthin ebnet und das ermöglicht. Wie kommt man darauf, dass man sich da für dieses Experiment, sage ich jetzt, interessiert und sich da anmeldet? Also bei mir war das vielleicht sehr untypisch. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sich sein Leben lang mit Raumfahrt oder Science Fiction beschäftigt hat, sondern bei mir war es ganz einfach so, dass ich im Standard den Aufruf zur Bewerbung gelesen habe und mir gedacht habe, das klingt wahnsinnig interessant und ich wollte eigentlich nur sehen, wie weit ich komme und habe dann das Glück gehabt, dass ich da überzeugen habe können. Also ein Quereinsteiger. Absolut, ja. Auswahlverfahren und ich glaube, die sind ja dann sehr streng und vor allem, wenn man eigentlich gar nicht aus dieser Branche kommt, oder? Also wie schaut denn so ein Auswahlverfahren aus? Also europaweit ist dieses Auswahlverfahren gelaufen. Es haben sich um die 100 Leute dann für den ersten Schritt qualifiziert. Aus denen sind dann 30 ausgewählt worden, die dann nach Innsbruck in die Zentrale des österreichischen Weltraumforums eingeladen wurden. Und da ist man dann im Endeffekt auf Herz und Nieren geprüft worden. Der ganze Körper ist abgemessen worden, ob man überhaupt in diesen Anzug hineinpassen würde. Das läuft nach NASA-Standards. Man ist in Sachen Koordination und Technik geprüft worden. Man hat Leistungstests, Belastungstests gehabt. Man hat auch beweisen müssen, dass man zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen in einer Lehrsituation umgehen kann. Also es sind sehr viele Aspekte vom persönlichen Können und der Ausbildung geprüft worden. Gut, und dann die Einschulung quasi, wie lange dauert das dann? Genau, also das ist dann eine halbjährliche Einschulung gewesen, wo wir uns quasi an den Wochenenden in Innsbruck getroffen haben und ein sehr breites Spektrum an Ausbildung bekommen haben. Wir sind zum einen auf das ganze System, auf den Anzug geschult worden, um da wirklich die Technik dahinter zu verstehen, das selbst zu bedienen zu können. Wir haben notfallmedizinische Trainings gehabt, wir haben von einer NASA-Psychologin Schulungen in Sachen menschliche Faktoren in der Raumfahrt bekommen. Wir haben Geologieschulungen von einer polnischen Geologin bekommen, ja, und sind da wirklich sehr breit aufgestellt worden. Alles, was dann eben die menschlichen Faktoren und die Experimente, die wir dann im Feld durchführen, beeinflussen kann. Das erste Experiment war dann am Kaunertaler Gletscher. Genau, ja. Was habt ihr da gemacht? Also für mich war das die erste Mission, für das österreichische Weltraumforum dann schon die 12. Am Kaunertaler Gletscher ging es darum, dass wir vermuten, dass es in Höhlen am Mars Eis und Wasser gibt. Also Wasser ist bestätigt. Man vermutet, dass möglicherweise sich Leben am Mars in Höhlen zurückgezogen hat. Und hier sind wir mit Experimenten ans Werk gegangen, wie zum Beispiel dem Live-Experiment. Das ist ein Laser, der auf eine Probe gesetzt wird und mit einem Laser beschießt. Wenn jetzt etwas Organisches hier in dieser Probe sich findet, dann fluoresziert es, also sendet ein Lichtsignal und kann einem biologischen Prozess zugeordnet werden. Und derlei Dinge sind natürlich am Gletscher ganz interessant durchzuführen. Die nächste Mission, die geht ja dann wieder ganz woanders hin, 2018 in den Oman. Diese speziellen oder diese extremen Unterschiede, ich glaube, die müssen ja unbedingt sein, oder? Das ist natürlich sehr interessant und liefert ganz interessante Daten für die Wissenschaftler, die dahinter stehen. Und der Oman bietet sich natürlich daran, weil es die Wüste dort dem Mars sehr gut ähnelt. Und man kann eben dort in so einem Umfeld, das dem Mars ähnelt, ganz andere Experimente wieder durchführen wie am Kaunertaler Gletscher. Also Sie sagen es ganz richtig, diese Unterschiede geben uns sehr interessante Daten und auch wie sich die Klimaunterschiede und die Höhenunterschiede auf den menschlichen Körper auswirken. Dazwischen gibt es natürlich auch immer wieder Experimente. Auch in Innsbruck ist, glaube ich, im Jänner durchgeführt worden, der Anzug selbst getestet mittels einer Tesla-Spule auf minus 110 Grad Celsius. Da soll das Experiment schon gut gehen, oder? Das soll natürlich gut gehen und
der Anzug ist voll mit Sensoren, die viel messen, aber einer der wichtigsten Sensoren ist der analoge Astronaut, der Mensch im Anzug, der sehr wichtige Daten liefern kann. Seien es Geräusche des Anzugs, die sich verändern in einer Situation wie eben der extremen Kühle oder Gerüche durch vielleicht einen Kabelbrand. Also der Mensch ist ein Sensor in diesem ganzen System. Und hier werden eben auch Extreme ausgelotet, um dann im Feld sich in Sicherheit zu wissen. Der Anzug an sich, der wiegt ja 48 Kilogramm. Das ist ja unglaublich, also dass man das ansieht. Und darunter gibt es ja auch noch ganz was Wesentliches, was man da anzieht. Genau, also der Anzug ist so designt, dass er quasi den Umständen entsprechen würde, die den Belastungen entsprechen würde, die ein Mensch am Mars und mit heutiger Technik ja, aushalten müsste. Unterm Anzug, sagen Sie ganz richtig, da tragen wir ein Exoskelett. Dieses Exoskelett ist aber nicht so, wie man das kennt, dass es einem vielleicht die Arbeit erleichtert, sondern dieses Exoskelett soll Widerstände simulieren, die ein Astronaut überwinden muss. Der Astronaut ist entweder auf der ISS in einem Vakuum oder am Mars in einer sehr dünnen Atmosphäre, die circa der Atmosphäre in 16.000 Metern auf der Erde entsprechen würde, und dadurch muss dieser Anzug innen mit Druckluft befüllt werden. Ja? Dass man eine ähnliche Atmosphäre wie auf der Erde erzeugt, dass man atmen kann, dass der Körper überleben kann. Das bedeutet aber auch, dass sich ein Raumanzug quasi wie ein Ballon aufblasen würde, und hier muss man dann immer gegen Widerstände arbeiten. Und diese Widerstände sind eigentlich essentiell für uns, denn das ist genau die Belastung, die wir replizieren können und dann auf unsere Experimente übertragen und anwenden können. Das heißt, das Exoskelett muss schon einmal ganz gut sitzen, weil ihr seid ja bei solchen Tests auch bis zu 6 Stunden, glaube ich, in dem Anzug. Das ist ja dann auch gar nicht so ungefährlich, oder? Genau, also das Anlegen des Anzugs, das wird Donning genannt, das dauert circa 2 bis 3 Stunden. Ja, und da geht ein Großteil der Zeit dafür drauf, dass man das wirklich alles sehr gut positioniert, weil eine Druckstelle, die man zu Beginn ignoriert, kann sich nach 6 Stunden harter Belastung wirklich zu einem Nervenschaden entwickeln. Und deshalb die erste Priorität ist natürlich bei uns, dass der analoge Astronaut, der Mensch in diesem Anzug unbeschadet bleibt. Und deshalb wird hier sehr viel Wert gelegt auf richtiges Anlegen. Die Zeit ist sowieso ein Faktor, der eine große Rolle spielt. Jetzt weiß man, der Flug zum Mars würde 6 bis 7 Monate dauern. Was aber auch ganz interessant ist, ist die Kommunikation, weil die ist ja auch nicht so, dass man quasi von der Erde rauffunkt und dann kommt gleich die Antwort, sondern das dauert ja auch eine gewisse Zeit, oder? Ja, also solange man sich in der Nähe der Erde befindet, so wie auf der internationalen Raumstation, ist die Kommunikation relativ ungestört. Ja? Aber wenn man dann eine gewisse Distanz erreicht zur Erde, wird die Kommunikation erschwert, und wenn man am Mars ist, hat man circa pro Richtung 10 Minuten Zeitverzögerung. Also wenn ich ein Experiment am Mars machen würde, ja, dann würde eine Information oder eine Frage an das Mission Support Center auf der Erde durchgeben. Das würde 10 Minuten dauern, und noch einmal 10 Minuten, sprich in Summe 20 Minuten später, würde ich eine Antwort bekommen. Das berücksichtigen wir auch in unseren Experimenten. Wir haben ein Mission Support Center, das ist in Innsbruck während der Missionen, und dort werden unsere täglichen Arbeitsabläufe geplant. Die Experimente werden genau eingeteilt, wir bekommen genau Informationen, wo die Experimente durchzuführen sind. Und da muss der Plan zum einen schon einmal sehr ausgereift sein, zum anderen muss man im Hinterkopf behalten, wenn ich eine Frage habe, zum Beispiel, wo gehört die Schraube denn hin bei diesem Experiment? Wenn ich das nicht im Vorfeld gut weiß, dann dauert es im Feld 20 Minuten, bis ich eine Antwort habe. Und das kann natürlich einen ganzen Tag sehr durcheinander bringen. Es ist auch nicht so, dass man jederzeit quasi zum Mars fliegen könnte, sondern das ist ja auch ein gewisses Zeitfenster, das das nur erlaubt, oder? Genau, das macht natürlich den potenziellen Weg zum Mars ein bisschen schwieriger, dass man nicht jederzeit wegfliegen kann, also quasi Taxi geht los, sondern nur gewisse Planetenkonstellationen zwischen Mars und Erde erlauben quasi diesen kurzen Weg von 6 bis 7 Monaten mit momentaner Technik dorthin zu kommen. Mars-Taxi, das ist ein gutes Stichwort. Ein niederländisches Medienunternehmen hat ja sogar quasi aufgerufen, Mars One Mission. Ja, jeder kann
mit ihnen quasi zum Mars fliegen. 2020 sollte das vonstatten gehen. Es wird jetzt schon ein bisschen nach hinten verschoben. Was sagen Sie dazu? Ich meine, es ist grundsätzlich, Menschen einfach so mit einem One-Way-Ticket jetzt auf den Mars zu schicken. Na, wir haben ja in erster Linie schon Roboter und Rover am Mars, die uns sehr interessante Daten liefern. Den Menschen am Mars zu schicken wäre sehr wichtig für die Wissenschaft, weil der Mensch doch Dinge erledigen kann in ganz anderer Geschwindigkeit, in ganz anderer Präzision oft und mit Kreativität, die die Technik der Rover nicht vollführen kann. Ja. Das Interessante an diesen Expeditionen wäre aber auch, dass man den Menschen wieder zurückbringt, gemeinsam mit Proben, die dort gewonnen werden. Mars One hat eine sehr tolle Sache gemacht. Sie hat den Fokus auf Mars, auf Raumfahrt, auf Forschung dorthin gelenkt. Ich bin aber doch der Meinung, dass es sehr interessant wäre und für die Wissenschaft sehr wichtig wäre, die Menschen auch wieder zurückzubringen. Zum Thema Forschung noch. Gerade im Oman gibt es ja auch mehr oder weniger den Aufruf an innovative Unternehmen, dass sie Experimente, Forschungen noch einbringen können, oder? Genau, also unsere nächste Mission wird im Februar 2018 in den Oman gehen. Und bis Ende Juni kann man auch noch beim österreichischen Weltraumforum Experimente, seien sie geologischer Natur, Interaktion zwischen Menschen und Rover, Roboter oder auch aus dem astrobiologischen Bereich, der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt, kann man einreichen und wir wären sehr froh, wenn wir vielleicht auch steirische Experimente mitnehmen in den Oman und dort die steirische Innovationskultur forttreiben. Ja. Naja, die Obersteiermark ist ja ein innovativer Bereich, vielleicht ist da der eine oder andere Unternehmer dabei, der sagt, okay, genau, da also Unternehmer, Wissenschaftler, alle sind herzlichst eingeladen, dort ihren Teil beizutragen. Also das heißt Oman 2018, bis dahin gibt es sicher noch viel zu tun, dann noch quasi nebenbei der Job am AKH in Wien. Was machen Sie in Ihrem privaten Bereich? Also neben dem Beruf bleibt momentan wenig Zeit und die verbringe ich sehr gerne in meiner obersteirischen Heimat in Mürzsteg, wo ich sehr gerne mich in den Bergen bewege, weil das ein sehr toller Ausgleich für mich ist. Nach turbulenten Diensten kann man am Berg oder in der Felswand sehr gut abschalten und sich erholen. Und verbringe auch sehr gerne meine Zeit bei der Bergrettung, wo ich ein bisschen Fachwissen aus der Medizin mit einbringen kann und wo ich auch im Gegenzug sehr viel bergsteigerisch lerne und sehr tolle Kameradschaft erfahre. Ich glaube, das ist generell sehr wichtig, Kameradschaft, jetzt nicht nur am Berg, sondern auch gerade bei der Mission ist Kameradschaft, glaube ich, schon etwas ganz Besonderes, oder? Ich glaube, das war eines der besten Dinge, die Sie in unserem Auswahlverfahren geschafft haben. Sie haben in meinem Auswahlverfahren sind 5 Analogastronauten ausgewählt worden und das sind nicht nur Kollegen, sondern das sind mittlerweile wirklich gute Freunde und das wirkt sich auf eine Mission in meinen Augen sehr positiv aus, wenn man so harmoniert, wie diese Gruppe harmoniert. Die technischen Voraussetzungen, um tatsächlich jetzt Menschen zum Mars zu bringen, sind die so weit, dass Sie sich vorstellen können, Sie schaffen das noch, dass Sie zum Mars fliegen könnten? Also grundsätzlich mache ich diese Forschung nicht, um mir ein Ticket zu sichern. Die Technik ist sehr weit. Wir haben bewiesen, dass wir Mars Rover landen können, auch wenn es kurzfristig Rückschläge gab, aber wir haben bewiesen, es funktioniert, Technik dorthin zu liefern. Die größeren Probleme sind momentan noch die Probleme der Reise. Der Mensch ist das Hauptproblem. Der Mensch verliert während dieser 6-monatigen Reise in der Schwerelosigkeit enorme Muskelmasse und Knochendichte, ist Strahlung ausgesetzt und also der weakest link ist eigentlich der Mensch in dem System und da müssen wir schaffen, dass wir den heil dorthin bekommen, sodass er auch dort dann aussteigen kann und sich den Belastungen aussetzen kann, die am Mars auf ihn warten. Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, kann man vielleicht sagen, dass der Mensch, der als erster den Mars betreten wird, schon geboren ist? Ich glaube, das können wir hoffen und glauben, dass der erste Mensch, der den Mars betreten wird, bereits geboren ist. Und vielleicht schaut er gerade Highway TV und wird von uns inspiriert, sich in diese Richtung zu entwickeln. Ja?
Dann schauen wir, ob ich den dann auch noch interviewen kann. Ich glaube, dann sitze ich dann nicht mehr da. Aber ich sage viel Erfolg für die Mission und danke fürs Gespräch. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.